Ja, wir müssen hier erst ganz kurz aufbauen. Ich ziehe das schon mal vor, damit man das sehen kann. Moment mal. Hilfst du mir? Ja, es geht schnell. Da musst du es vielleicht so, dass du es allein machen zur Strafe, dass du das Keyboard nicht zum Laufen gekriegt hast. Okay, tun wir das weg. Das machst du gut mit dem Bild weglegen. Das war super. Das hat mir gefallen. Kannst du jetzt jeden Abend machen? So. Es gibt nur einen Abend. Meine Damen und Herren, aus Respekt vor dieser grandiosen Nummer, die gefühlt schon 40 Jahre alt ist, bitte ich Sie jetzt nun aufzustehen. Das ist sehr freundlich von Ihnen und viel Spaß. Guten Morgen, sitzen. Liebe Kommilitoninnen und Kommilitoninnen, ich möchte heute über das Verhältnis des Kreises zum Quadrat, respektive die Relation Quadrat-Kreis, reden. Nehmen wir als erstes einen Kreis, den wir von einem beliebigen Punkt X mit Hilfe einer Schnur, Schreibe, Schanur konstruieren. Den Kreis und daneben stellen wir das Quadrat, ein spezielles Rechteck mit den Seiten A, B, C und D. Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint es uns, als ob A, B, C, D genau gleich links lang sind. Bei genauerer Betrachtung stellen wir jedoch fest, dass A, B, C, D ganz genau gleich lang sind. Daraus gibt sich A gleich B gleich C gleich D, A gleich A-Strich, B gleich B-Strich, C und D gleich W-Strich. Betrachten wir nun den Kreis A und daneben das Quadrat B. Was stellen Sie fest? Michael, wenn du aufgepasst hättest und nicht einen blöden Quizshow mitmachen würdest, würde es die sowieso nicht funktionieren. Hättest du feststellen können, dass Kreis A und Quadrat B zwei voneinander getrennte Körper sind und eine Beziehung zwischen A zu B reziprok B zu A nicht besteht. Tauchen wir jedoch tiefer in die Materie ein, ergibt sich ein Genus admirabili, um nicht gar zu sagen ein Genus obscurum, und zwar der Gestalt, dass jeder Kreis A ein Quadrat B enthält und jedes Quadrat B einen Kreis A. Nolens volens, eine Beziehung von A zu B, reziprok B zu A. Dieser Kreis wiederum enthält ein Quadrat, dieses Quadrat einen Kreis, Kreise, Quadrate, eine einzige Verflechtung, eine einzige Verwicklung bis zu einem Punkt der liegenden acht Unendlichen. Nun, diese kleine Skizze scheint für einigen von Ihnen etwas verwirrend. Aber wie wir Lateiner sagen, nihil magnatus esset quod cucatere quod esset, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Oder wie Ludwig Wittgenstein 1921 im Tractatus erwähnte, jegliche Logik hat tautologischen Charakter. Was immer er damit meinte, was mich persönlich an die Worte von Trick, Track und Dreck erinnert, Ferien sind schön. Um nun fortzufahren, müssen wir bei Punkt 0 beginnen, machen wir Tabula Rasa. Wenn Sie das lustig finden, hätten Sie mal in der Kreidezeit dabei gewesen sein sollen. Nehmen wir als erstes das Zeichen für maskulin, männlich. Daneben stellen wir das Zeichen für femina, weiblich. Betrachten Sie nun diese beiden Körper. Was stellen Sie jetzt fest? Wenn Sie aufgepasst hätten, hätten Sie feststellen können, nehmen wir eine winzige Veränderung am männlichen Zeichen vor, am maskulinen Zeichen vor. Was sehen wir da? Unseren alten Freund, der Kreis A. Nehmen wir eine winzige Veränderung am weiblichen Zeichen vor. Was erscheint in voller Schönheit des Quadrates? Das introvertierte Quadrat. Jetzt sieht es jeder. Kreis A männlich, Adonis Quadrat B weiblich, Beate. Ich sage nur admirabile obscurum. Erinnern Sie sich, jeder Kreis enthält ein Quadrat B, jedes Quadrat einen Kreis A, jeder Mann eine Frau, jede Frau einen Mann. Aber heißt das im Kontext nicht, dass wir alle mehr oder minder latent homosexuell, schwul, schreibe Aschawul, oder lesbisch sind? Und erinnern Sie sich an die Beziehung von A zu B, zu Adonis, zu Beate? Kreise, Quadrate, Männer, Frauen, eine einzige Beziehung, eine einzige Schweinerei. Bis zu einem Punkt passen wir gut auf, nehmen wir das Zeichen für maskulin männlich, daneben das Zeichen für femina weiblich, wischen weg die liegende Acht und endlich die kosmische Sauerei. Ja, das war eine der vielen Nummern, die
wir um die Welt tun, wir fuhren viel, viel herum, wir waren in Amerika und überall, das will ich jetzt nicht angeben, wo, aber es, also auch in Afrika, aber das sage ich jetzt nicht, und Italien und Spanien und Ägypten und Gambia, aber das wäre zu viel, wenn man dann auch noch Kanada und Papua-Neuguinea erwähnen würde, das finde ich, verbietet mir die Bescheidenheit, ja. Nein, aber man kam halt nicht immer überall gut an. Das war das Schlimme, man, das hört sich so gut an, ihr wart da überall unterwegs. Und ich erinnere mich an einen Auftritt, ihr wart, der war da dabei. Wir haben, du nicht, du kannst für Glück reden. Wir haben in Moers gespielt, du warst, glaubst du, sogar dabei, mit Michael. Wir haben in Moers gespielt, erinnerst du dich? Erzähl sie erst mal, ob ich mich erinnere. Ja, wenn du dich nicht erinnerst, heißen wir, dass du nicht dabei gewesen bist. War ich dabei? Ja, okay. Nee, auf jeden Fall, wir haben gespielt am Clowns Festival in München.